So, ihr Lieben, herzlich willkommen bei Jens von Minga Gaming. Ich möchte heute mal ein kleines Update geben. Ihr kennt das Thema gerade, was jetzt mit On The Road speziell seit gestern auf dem Kanal passiert ist. Heute haben wir Samstag, es ist bestes Wetter in München. Ich werde natürlich mit meiner Familie, meinen beiden Kindern, die dieses Wochenende genießen. Wir werden auch uns nachher losmachen hier, aber ich möchte gerne noch ein paar Sachen loswerden. Also, nochmal ganz kurz zu den Fakten. Richtig ist, dass nicht alle Videos von mir gesperrt worden sind von einem gewissen Publisher, der das Spiel vertreibt, sondern in Anführungszeichen nur 6. Also was heißt nur 6? 6 Stück wurden gestern gesperrt und das habe ich dann gestern am, ich glaube, späten Nachmittag mitbekommen. Auch durch Kommentare von euch und habe dann mir überlegt, was mache ich jetzt und habe daraufhin dann alle anderen Videos, die ich von On The Road auf dem Kanal hatte, runtergenommen. Das ist erstmal Fakt, so ist es richtig, macht die ganze Situation nicht wesentlich besser, aber ich hatte teilweise von euch Kommentare gelesen, dass der Publisher alle Videos gesperrt oder gelöscht hatte. Das ist so also nicht richtig, das möchte ich erstmal hier als kleine Information so richtig stellen, macht die Situation aber insgesamt nicht besser für mich, nicht wesentlich, denn die Konsequenz ist die gleiche, die ich gestern ja schon im Video habe anklingen lassen, dass ich einfach hier keine Möglichkeit mehr sehe, das Spiel weiter zu supporten. Und wenn das die Reaktion eines Publishers ist, wenn von 50 Videos 3 kritisch sind und ich mit dem Rest eigentlich kostenlosen Verkauf dieses Spiels für sie betrieben habe. Es hat in den Monaten, wo ich das Spiel so unterstützt habe, ich glaube, ich habe immer eine überdurchschnittlich positive Haltung zu dem Spiel gehabt. Ich denke, das kann man schon sagen. Ich habe immer versucht, auch die Xbox-Community war natürlich schnell am Boden mit mangelnder Performance etc. pp. Ich habe immer euch auch zugesprochen, habe gesagt, das kann ich total verstehen. Habe aber immer versucht, das Positive zu sehen. Das ist übrigens auch so generell meine Lebenseinstellung. Und das hat sich hier auch bei dem Spiel im Speziellen doch auch immer ein Stück weit wiedergespiegelt. Ich hätte auch von Beginn an kritischer sein können, aber ich habe ein neues Genre gespielt, ein neues Spiel, war fasziniert, hat mir einfach getaugt, kam auf dem Kanal gut an. Hat wahnsinnig viele neue Abonnenten auch auf den Kanal gelockt. Natürlich für mich auch eine schöne Sache, aber für mich steht bei solchen Dingen immer im Vordergrund, mir muss ein Spiel selber gefallen. Und wenn es euch Zuschauern gefällt, ist es umso schöner. Ich spiele keine Spiele nur, weil sie auf dem Kanal gut ankommen. Das habe ich noch nie gemacht und wird es auch nicht geben. Aber wie gesagt, das ist erstmal die richtige Situation. 6 Spiele sind vom Publisher erst einmal mit einer Urheberrechtsverwarnung versehen. Gesperrt worden. Ich habe jetzt das Angebot gestern Abend per E-Mail bekommen, dass wir mal telefonisch in Kontakt treten. Ich habe da jetzt mal drauf geantwortet. Jetzt am Wochenende nicht, weil ich bin noch unterwegs und ich finde auch nicht, dass ich mich am Wochenende mit so einem Thema telefonisch mit jemandem auseinandersetzen muss. Vielleicht siehst du das Video. Also wie gesagt, ich bin gerne bereit, mit dir zu telefonieren. Hab dir eine E-Mail zurückgeschrieben. Dann gerne ab Montag, wenn ich ganz normal auch beruflich wieder agieren kann. Da kann ich dann auch durchaus mal in der Pause oder wie auch immer mal mit dir telefonieren. Schauen wir mal, ob das was bringt, was das bringt. Hier kommen natürlich 2 Meinungen zusammen und schauen wir mal. Also ich bin da komplett offen, aber ich mache mir da jetzt nicht allzu große Hoffnungen in irgendeine Richtung. Für mich wird es da eher um einen Austausch geben an meiner Entscheidung vom Video, was ich gestern verkündet habe, wird das definitiv nichts ändern. Also so viel schon mal dazu. Da kann ich nicht mehr zurückrudern. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, das Spiel nicht mehr zu zeigen, weil das einfach unter den Umständen nicht geht. Ich möchte gerne noch genauere Hintergründe wissen, warum man die Videos gesperrt hat. Ich weiß nicht, ob man mir dort das so kommunizieren wird. Ich habe da mir eine eigene Meinung gebildet. Mal sehen, wie sich das nach dem Telefonat so gestaltet. Werde euch auch dazu Feedback geben, definitiv.
Und ansonsten möchte ich mich in dem Video noch bei euch bedanken für den wahnsinnigen Zuspruch, auch in meinen letzten Videos, wo ich erstmals überhaupt kritisch geworden bin. Ich habe im Prinzip die Meinung von 90% der Community einfach mal geäußert, so sehe ich das. Und wenn das die Konsequenz ist, weiß ich es auch nicht. Und wie gesagt, ich bedanke mich an dieser Stelle wieder mal fürs Reinschauen. Wie gesagt, die nächsten Tage wird es noch das ein oder andere Video zum Thema geben. Ansonsten, wir werden Alternativen suchen zu diesem Spiel. Ich denke, ich werde nächste Woche mal den Bus-Simulator streamen. Ich hoffe, dass die On-the-Road-Community da zahlreich am Start ist. Ich denke mal, so Mittwoch, Donnerstag nächste Woche können wir das mal machen. Das werde ich mal so anpeilen, werde ich aber noch gesondert mitteilen. Und bis dahin euch ein schönes Wochenende und ganz lieben Dank für eure Unterstützung. Viele eurer Kommentare sind balsam auf meine Seele, denn natürlich ärgert mich das ganze Thema auch, denn ich habe ja damit mit dem Offline-Stellen der Videos bestimmt 20% meiner gesamten Kanal-Views jetzt erst einmal weggemacht, damit natürlich auch ein Stück weit Reichweite verloren, aber wisst ihr, das ist auch nicht der entscheidende Punkt, sondern ich muss mir treu bleiben, ich muss authentisch sein, ich muss, wenn ich eine Entscheidung getroffen habe, auch konsequent sein und das bin ich auch und das ist für mich persönlich viel wichtiger. Ich bin ich und ich glaube, viele von euch unterstützen mich auch darin. Ich glaube auch nicht, dass jetzt besonders viele von euch jetzt vom Kanal weglaufen, nur weil ich dieses Spiel nicht mehr supporten werde. Wie gesagt, es wird Alternativen geben, Bus-Simulator, aktuell Bus-Simulator 21 ab 7. September. Da werde ich euch einladen, da können wir im Multiplayer spielen. Ich werde mit euch Abonnenten spielen. Ich werde mit meinem Kanalpartner Timmer alias Christian dieses Spiel auch zusammen im Multiplayer spielen. Das Ding werden wir rocken und wir schauen mal, was es in den nächsten Wochen und Monaten vielleicht noch an Alternativen auf dem Simulationsmarkt zu geben wird. Da bin ich auf euer Feedback auch ein bisschen gespannt. Könnt ihr mal ein paar Titel nennen, die ich vielleicht mal ins Auge fassen könnte. Und dann bedanke ich mich für euch bzw. bei euch für den Support, für den Zuspruch. Wünsche euch ein schönes Wochenende und sobald es hier wieder ein paar weitere Infos gibt, werde ich euch die ganze Situation weiterhin schildern hier. Und dann euch ein schönes Wochenende. Ciao und Servus, euer Jens von Inga Gaming.